Ah, ich wollte gerade sagen, hier komme ich doch gar nicht zurück. Oh doch. Das Ding ist, wenn es jetzt aber schon vorbei sein sollte und es sich herausstellt, dass der zum Beispiel unschuldig ist. Wir haben ja noch nicht mal den Sinn und Zweck oder den Grund, warum er unschuldig ist, erfahren. Außer, dass es eventuell ein Unfall gewesen ist. So ist jetzt meine Vermutung. Dann wäre es ein bisschen komisch, vielleicht noch mit der letzten Folge. Ich weiß es nicht genau. Okay, das ist gut. Konnte ich jetzt was anmachen? Nee, ich wollte eigentlich gerade sagen, wenn das so der Fall sein sollte und das feststeht, sage ich mal, dass er unschuldig ist, dann macht es für mich relativ wenig Sinn, eigentlich diese Zusatzfolge rauszuhauen, nochmal mit den ganzen Gesprächen. Da, wie gesagt, da werde ich dann gucken, ob ich dann wirklich noch eine extra Folge mache, aber halt nur, wenn das der Fall sein sollte. Ansonsten denke ich mal schon, dass ich das mache, weil von der Vorbereitung oder von der Vorproduktion bin ich eigentlich sehr gut dran. Wende den Patch für den Phyllis-Algorithmus auf die Silhouettendisk an. Nutze dazu den Computer im Büro von Sarah Smith, wo wir uns ja gerade befinden, ne? Ich werde trotzdem schon mal gucken. Ne, Nachrichten haben wir keine hier, die wir vielleicht noch bespitzeln können. Hier haben wir eine Rohrpost, also... Ah, warte. Wir werden uns vorher auf jeden Fall nochmal die Kassette vorher anhören. War das jetzt Teil 4? Ich glaube schon, oder? Detective Holden, 2:12 PM on June 25th. I've spent the past week trying to access the Silhouette server. Okay, ich glaube, sie ist ein bisschen fertig. I've not been able to schedule a meeting with Sarah Smith, as she's away on maternity leave, so I'm left to my own devices on this one. Aber sie kommt nicht voran. Interesting. Toll. Okay. Echt viel Information. So, hier müsste aber der Code funktionieren, oder? Den wir hatten. Ach nee, okay, gut. Speichern mit dem vorhanden, okay. Ja, dann machen wir einfach mal. Ich dachte, wir müssen jetzt hier nochmal den Code eingeben. Ich habe auch keine Ahnung, was kompilieren heißt. Harvey, I'm asking you, please don't do this. It will have deeper repercussions than you know. Hä, aber ich dachte, wir sollen das tun. Sie hat uns doch gesagt, wir sollen das tun oder nicht, um alle zu retten. Ich verstehe gerade gar nicht mehr. Ich versuche mal erstmal irgendwie zurückzukommen. Ich habe natürlich wieder keine Ahnung, ob das richtig ist, was ich hier mache. Ob ich richtig laufe oder nicht. Hätte ich hier auch reingekommen? Ne, da brauche ich wieder einen Code. Ne, die Floppy bleibt da. Ach, ich kann jetzt durch so eine Schutzmechanismen gar nicht gehen mehr. Oh. Oh, schade. Ich dachte, wir können auf den Fahrstuhl springen und da irgendwie wieder raus. Oder dadurch raus. Das für mich jetzt zumindest Sinn gemacht. Nicht, dass ich hier Ewigkeit wieder rumrenne. Und nicht weiß wohin. Aber hier unten waren wir, glaube ich, noch nicht, ne? Doch, von hier unten kamen wir. Hahaha. okay. Wo können wir noch hin? Ja, Stairs geht natürlich nicht. Toll. Hä, ich bin jetzt maximal verwirrt. Ich meine, hier komme ich ja nicht rein, weil falsche Karte. Und einen anderen Ausweis habe ich nicht, oder? Warte. Nein. Nee, ich habe bloß den einen. In Blau. Aber ich habe die blöde Disk. Aber ich habe auch keinen blauen Raum hier, oder? Oder habe ich hier was übersehen, dass ich hier doch rein kann? Ich kann es bloß schließen. Macht für mich jetzt aber wenig Sinn. Okay. Aber wo könnte ich denn noch hin? Hier komme ich wieder raus. Oder kam ich da weiter? Da bin ich jetzt falsch gelaufen.
Oh, warte mal. Ich weiß nicht, ob uns das was bringt, ob wir überhaupt hier hin können. Nee, können wir nicht. Ah, gut. Das war doch nicht der Anfang vom Spiel. Oder die haben wir zwischendurch umgebaut. Das kann natürlich auch sein. So, rennen wir ein bisschen schneller hier die Treppe runter. Hier kann ich theoretisch durch, aber ich habe die blöde Disk. Floppy Disk detected. Nein, jetzt hat er meine Daten gelöscht oder was? Hallo? Nein, ich stehe jetzt nicht. Attention. Floppy Disk corrupted. Use Data Doctor to amend. Floppy Disk detected. Attention. Okay, dafür ist der Computer da. Okay. Oh, ich hätte dann die 182. Ich muss mir das merken. Ich muss wahrscheinlich wieder hoch, ne? Keine Special Scatter bitte entfernen. Okay, na toll, ich muss also nochmal hoch. Nee, scheiße. Warte mal. Doch. Das müsste gehen. Die 182. Ja, ja. Da wurde aber keine Dings festgestellt. Ich gehe da jetzt nochmal in den Raum rein und probiere das nochmal da hoch zu schreiben und dann die 182 zu schicken, wenn ich die Zahl nicht vergesse. Was sehr wahrscheinlich der Fall sein wird. Aber ich muss die ganze Zeit daran denken. Immer nur so 182, 182. 182. Bin ich jetzt hier richtig oder bin ich schon wieder zu weit gelaufen? Wo waren das denn nochmal? War das hier hinten? Weil hier haben wir nämlich auch ein Ding, wo wir es durchschicken können. Warte, warte. Alter, mach mal hin hier. Und hier konnte ich doch durchs Fenster irgendwie da rein, ne? Genau. Okay, halt nochmal eine extra Runde. Sorry erstmal dafür. So. Und jetzt sollte das doch funktionieren. So, dann hier nochmal rein. Wie gesperrt. Ist das jetzt das Reparaturprogramm oder habe ich das einfach bloß vergessen? Mal gucken, okay. Patch erfolgreich angewendet. Bitte entfernen, okay. Jo, nehmen wir. Können wir jetzt hier rein? Gesperrt. Hä? Okay, Patch ist drauf. Probier es mal an die 300. Nee, 182 war das. Das war die 182. Ich probiere es mal da rein zu schicken, dahin zu schicken. Vielleicht haben wir ja Glück. Ja. Ich hoffe, ich finde den richtigen Weg jetzt. Vielleicht war es auch gut, dass wir jetzt wieder hier hingelatscht sind, weil wir kommen ja sonst nicht zurück, ne? Weil hier müsste, ich wollte gerade sagen, hier müsste noch ein Ding drin sein. So. Einmal aufmachen, bitte. Dann rein damit. Dann zu. Aha. Und die 182. Ich habe es Gott sei Dank nicht vergessen. Ich kann es da nicht hinschicken. Oder, hä? 182. Okay. Also kann sein, dass ich vielleicht auch ein paar extra Runden nehmen muss. Ah. Ich will ja bloß die Disk haben. Nein, Alter, nimm das Ding. Ist wichtig. Ciao. Bin schon gerade wieder verwirrt. Wie viel Zeit bleibt uns noch? 20 Minuten, okay. Theoretisch genug Zeit. Aber ich komme doch hier nicht. Ich komme doch hier nicht weiter. Grübel, grübel, grübel.
Ich meine, hier habe ich alles gemacht gehabt. Und hier kann ich auch nicht mehr hochspeisen, oder? Das Kindlaufwerk gesperrt. Hier hatten wir es auch gemacht gehabt. Wahrscheinlich. Das hatten wir doch schon. Patch erfolgreich angewendet. Oder kann ich jetzt damit durch die Dings laufen? Das kann natürlich auch sein. Versuch Anrufbeantworter. Telefon. Hm. Oh, vielleicht geht es ja über das Ding. Warte. Vielleicht geht es ja über das Ding. Ich muss das ausprobieren, bevor ich aus Versehen wirklich dahin latsche und dann die Daten wieder gelöscht werden. Es geht ja relativ schnell. Ich gehe halt bloß nicht über die... über das Teil, sondern ich muss das aus dem Büro schicken, zur 182. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es das Richtige war. So. Wir nehmen dich mal. So. Rein damit. Wieder zu. Und wir nehmen dich mal mit. Weil wäre ja auch blöd, wenn ich jetzt rumlatsche und das dann wieder zerstört wird und ich dann wieder hoch muss und alles machen muss. Oder im schlimmsten Fall das gar nicht geht. Wo ich dann nicht weiß, ob wir dann überhaupt großartig weiterkommen können. Stabil Schmähne. So, wo ist das Robust-Ding? Hier. Wenn es nicht funktioniert, dann behalte ich das im Ding eben drinne. So, einmal rein. So, 182. Und das funktioniert nicht. Schade. Boah, nicht, dass ich bei dem Ding bloß irgendwie unten die Tür offen gelassen habe und deshalb das nicht funktioniert. Aber ich möchte sagen, ich habe die Tür eigentlich nicht wieder aufgemacht. Ich habe die Robust rausgeschickt. Mal gucken. Ich gehe einfach mal zurück. Das ist doch der einzigste Weg, den ich wüsste oder wo ich überhaupt lang kann. Das ist doch die einzigste Tür, wo ich durch kann. War das jetzt überhaupt hier? Ist der Fahrstuhl? Hier ist das. Okay, ist relativ egal, wo ich hinlaufe, oder? Ja, wie komme ich jetzt nochmal zurück? Wie kam ich jetzt nochmal zurück? Na komm, mach mal ein bisschen schneller hier. Ah ja, doch, Treppe kommt. Treppe kommt mir bekannt vor. Aber mir geht langsam die Zeit aus und ich weiß nicht, was passiert, wenn ich es nicht schaffe. Erwischt wurden wir ja schon mal, wenn einfach bloß die Zeit ausgeht. Floppy Disk detected. Attention. Es war die 182. Und die Tür... die Tür ist zu. Diskette benötigt. Muss ich es jetzt erst reparieren? Ja, gut, ich legen wir mal dahin oder dahin. Keine Bescherung entdeckt. Hä? Okay, ich habe jetzt die Disk. Das ist ja sehr schön. Ich gehe jetzt einfach mal zurück, weil ich stehe jetzt echt auf dem Schlauch. Kann auch sein. Hallo? Kann auch sein, dass ich einfach das Kapitel dann nochmal spielen muss. Dann werde ich es auf jeden Fall so zusammenschneiden, dass wir dann wieder an der Stelle sind. Aber das finde ich gerade ein bisschen komisch, weil ich hätte. Wäre davon ausgegangen, dass ich es mit der Rohrpost schicken kann. Aber habe ich irgendwo noch einen anderen Computer, wo ich die Dings einführen kann? Weil eigentlich sind ja jetzt die Datensätze gelöscht. War hier ein Computer? Ich weiß das gar nicht mehr. Ne, hier war keiner mehr. Hau ab, Fliege. Ist der Fahrstuhl?
Das ist lila, nicht blau, ne? Hm. Toll. Aber einen anderen Computer hatte ich jetzt auch nicht gehabt. Hier komme ich nicht weiter. Und ich will halt auch nicht, dass es für euch, naja, wie immer zu langweilig wird, aber manchmal haben die Spiele das so. Ist ja nicht umsonst so ein, naja, Rätsel-Adventure, wenn man das so sagen mag. Hier durfte ich auch nicht lang. Ja, toll. Also ich muss schon oben irgendwas machen. Hm. Ganz ehrlich, so wie es aussieht, werde ich dann hier mal kurz cutten müssen wahrscheinlich. Also ich weiß halt nicht, ob ich jetzt sterbe. Also wenn ihr einen komischen Cut jetzt so findet, oder am besten hier beim Schild, ich bleibe einfach mal hier stehen. Entweder jetzt bis gleich, oder ich werde es jetzt erstmal so weiter aufnehmen und weiter kommentieren. Also ich muss mal gucken, vielleicht haben wir dann auch noch ein anderes oder ein Ende, was auch so vorgesehen ist für so eine Situation. Aber ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, halt, warte, ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, ja, wohin ich jetzt unbedingt noch sollte. Weil das mit der Disk funktioniert nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Deswegen würde ich dann sagen, jetzt entweder, ja, bis gleich. Hi, da bin ich wieder zurück und wie ihr seht, doch nicht beim Schild, sondern hier bei unserem schicken Computer, den ich hier mal gefunden habe, den ich erst übersehen habe. Das Ding ist, ich habe dann erstmal weitergespielt gehabt, aber ich habe die Diskette ja schon bearbeitet und alles und da konnte ich hier nicht booten. Jetzt habe ich einfach die Diskette mal so mitgenommen gehabt, habe sie hochgeschickt und gleich mal versucht hier reinzukloppen. Und es geht. Ich kann sie booten. Komischerweise. Wahrscheinlich vielleicht... Weiß ich nicht, woran es lag. Zumindest hat uns die Alte bequatscht gehabt, nachdem ich eigentlich in einem anderen Raum schon war, wo ich, ich weiß gar nicht, ob wir da schon zusammen waren, ich glaube schon, wo ich das bearbeitet habe, dass wir das ja nicht machen sollen und lalala, ne, deswegen, vielleicht ist ja das jetzt einfach das Richtige und wir müssen die booten und damit ist alles okay, also wir gucken mal, was da jetzt passiert. Das weiß ich selber noch nicht. Silhouette. Union One war das, glaube ich, gewesen, ne? Weil ich wollte es, glaube ich. Ich wollte das, glaube ich, bei dem anderen schon mal eingeben. Da hat es, glaube ich, nicht funktioniert, wenn ich mich recht erinnere. Gucken mal. Normalerweise sollte es das sein. Normalerweise. Okay. Ja. You did it. Ah. You have no idea. Dann habe ich auch nicht. I was right about you. I knew you'd do the right thing. Okay. Steve, I've had a security alert. I've paged you the location. Oh, na toll. Ja, toll. Aber wie? Dreck. Zurückkomme ich, glaube ich, nicht mehr. Aber warte mal, jetzt ist ja eigentlich alles offen, ne? Ich darf mich bloß nicht erwischen lassen. Also wir haben... Ich habe jetzt doch das Richtige getan. Also war vielleicht gar nicht so falsch gewesen. Oh. Warte mal, mach mal die Tür zu. War vielleicht dann doch nicht so falsch gewesen, dass ich dann doch länger gebraucht habe. Und ich habe die Zeit auch verstreichen lassen. Also es war dann nach 18 Uhr. Und es ist nichts passiert. Also keine Ahnung, dann hatte ich auch keine Lust mehr gehabt, weil ich wusste auch ehrlich gesagt gar nicht, was ich mehr sagen sollte. Nein, ist hier niemand. Steve, verpiss dich. Du bist mir schon mal auf den Sack gegangen. Fuck mich überhaupt richtig hier? Das sieht mir irgendwie nicht danach aus. Ah, doch. Ist, glaube ich, auch der einzigste Weg, wie wir hier fliehen können. Okay, ich habe anscheinend jetzt die Bürger gerettet, weil normal die ganzen Datensätze von den ganzen Bürgern wurden ja jetzt gelöscht. Also können sie, weiß nicht, dieses Überwachungsgesetz halt nicht durchbringen. Also, es ist zwar eigentlich schon durch, aber die können halt damit, glaube ich, nicht mehr so anfangen, wie sie es geplant hatten. Ich sehe das selber noch nicht gar nicht so krass durch, um ehrlich zu sein. Wir haben es auf jeden Fall, glaube ich, verhindert, dass das, naja, weiter genutzt wird. Wie gesagt, ist ein bisschen schwierig, die Story. Also, da ich jetzt so politisch interessiert eh nicht so bin, was eigentlich ein Fehler ist, gerade in der heutigen Zeit. Oh, wo bin ich denn hier gelandet? Hier geht's raus, oder? Ich hoffe.
verstehe ich dann vielleicht die, manche Zusammenhänge nicht oder passt dann auch nicht genug auf oder sowas und konzentriere mich auf andere Sachen. Vielleicht liegt es einfach auch daran. Michael Carson. Oh. Ja, setz dich hier erstmal in Ruhe hin. Was? Ja, das stimmt. You removed the last remaining evidence that could tie anything back to me. The silhouette disc. Ah, stimmt ja. So, I appreciate your help with that. Gestohlen. Stimmt ja. Ach komm. Alter, die hat ja richtig. Die hat uns ja richtig ausspioniert, krass. Weil ich schätze mal, wir sind schon in den Credits. Ich hoffe bloß, dass ich nicht das Problem kriege mit der Mucke hier im Hintergrund. Aber nice. Krasse Frau. Okay, wir sind noch nicht richtig in den Credits. Vielleicht könnte ich die Credits auch irgendwo lesen können. Vielleicht sind das auch einfach die Entwickler hier. Ich weiß es nicht, ob es nach denen nachempfunden ist. Wäre auf jeden Fall eine nice Idee. Ich gehe mal hoch. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt noch großartig was passiert, weil eigentlich nicht. Wir haben ja eigentlich das Gröbste verhindert, oder? Nein, ich sitze hier nur rum. Ja. Nein, hier ist niemand. Das Interessante, muss ich euch gleich mal gestehen. Kann auch sein, dass der gleich kommt. Um ehrlich zu sein, ist es so, ich habe, nachdem ich den Raum verlassen habe, war ich im schwarzen Bildschirm gewesen und konnte zwar rumlaufen, aber da kam nichts mehr. Also dachte ich so, okay, tust du halt ins Hauptmenü und musst dann wahrscheinlich nochmal das ganze Kapitel machen. War aber nicht so der Fall, da kam dann wieder die Sequenz vom Anfang, was mich echt gewundert hatte. Und habe dann eigentlich schon eine Abmod gemacht und so, weil ich dachte, okay, wir sind ja durch. Dann habe ich jetzt aber hier Spaß auf Fortfahren gedrückt. Okay, jetzt sieht er mich auf jeden Fall. Hey, Sir. Why are you here? Vielleicht muss ich es jetzt doch nochmal machen. Mr. Miller, there's a lot of sensitive information in here. Ich bin Mr. I'll give Miller. You the benefit okay. of the doubt this time, but in the future, please, just stay out. Okay. Scheiße, ich habe mir, glaube ich, wieder ein bisschen was verbockt. Hallo? Kann ich mal bitte aufstehen? Ich möchte mich nicht hinsetzen. Ich möchte eigentlich aufstehen. So. Ich war noch in der Hockposition. Okay. Ne, wie gesagt, ich habe jetzt gar nicht damit gerechnet, dass es doch noch weitergeht. Stimmt, das Ding hatten wir ja gesehen. Und danach ging die Sequenz los. Also, wie gesagt, ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass es das jetzt gewesen ist. Deswegen keine Ahnung, was jetzt vielleicht noch kommt. Taschenlampe habe ich nicht mehr. Er hätte mich auch gar nicht unbedingt entdecken müssen. Ich find's gerade echt ein bisschen seltsam. Oder kann ich hier hoch? Nein, er springt wieder nicht. Ah, wir müssen ja eigentlich noch eine Besprechung mit dem Bowman haben. Stimmt. Okay. Deswegen, ich weiß zum Beispiel jetzt auch nicht, ob das jetzt schon eine neue Folge ist. Wieder, weißt du? Oder ob ich das jetzt hinten reinschneide. Deswegen, nicht wundern, wenn es dann vielleicht ein bisschen komischer Anfang war, falls es eine neue Folge war. Ich muss mal gucken, wie das von der Länge dann her passt. Weil ich möchte jetzt ungern die vielleicht letzte Folge hier eine Stunde machen. Das wollte ich eigentlich nicht. Bowman Building. Okay, also er hätte uns nicht erwischen müssen. Er hat aber nochmal ein Auge zugedrückt. Das finde ich sehr nett. Wir haben natürlich nichts mehr. Oh doch, warte mal. Finde die Lochkarte und aktiviere die Speicherspule, um die Bootsoftware im Code Compiler auf dem Silhouetten-Server zu übertragen. Okay. Nutze das Passwort Payin1, das Allison Miller dir gegeben hat. Beim Silhouetten-Server im Mr. Miller, there's a lot of sensitive information in here. Komm, ey, ich habe was durchgelesen. This time, but in the future, please, just stay out. Ja. Ich kann den Steve nicht leiden, das ist so ein Penner. So, darf ich jetzt hier mich bitte wieder bewegen? Wahrscheinlich erst, wenn er sich verpisst hat, oder? Hallo? Darf ich?
Hallo? Okay, Sir, this is off limits. Ja, das ist schön. Ich möchte mich ja gern bewegen. Ich darf's bloß nicht. Was ist das? I'm sorry, Sir, but I have to take you out of here. I've given you enough chances. What the fuck? Come with me. Okay, wenn ich es jetzt nochmal neu machen muss, dann werde ich es wahrscheinlich wirklich an die Folge am Ende bloß ranschneiden und dann sehen wir da morgen eine neue Folge, aber... Also man sieht so ganz bugfrei ist es nicht. Mr. Miller, Steve tells me he found you in the sewers below the library. I've made it clear you only have access to certain areas. Ja, das stimmt aber nicht. This may be your last chance. Don't let me catch you again. Es könnte, also es wird nicht unser letztes sein. You have a meeting with Mr. Bowman on floor 3. Ah, stimmt. Das hat eigentlich auch gefehlt, ja. Aber ich war trotzdem der Meinung gewesen. Hallo? Was habe ich denn gedrückt, dass ich mich nicht bewegen kann? Och, Spiel. Also man sieht, das hatte ich in meiner eigentlichen Anmod auch schon, Abmod eigentlich auch schon gesagt gehabt, Ach, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Ach, schön. Weil ich mitten im Lesen war wahrscheinlich. Ja, dass es nicht ganz bugfrei ist. Ich würde mal sagen, da wir ja doch noch ein bisschen was zu tun haben und wir leider jetzt da rausgeworfen wurden, nicht wundern, wenn jetzt dann die Folge doch ein bisschen mehr geschnitten wirkt wie sonst. Aber hat halt leider seine Gründe. Und da würde ich sagen, dann sehen wir uns morgen zur vielleicht letzten Folge von Occupation wieder. Also, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und dann bis morgen. Ciao, ciao.